Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter Rise hier bei mir auf meinem Kanal. Und Rüstkugeln finde ich gut. Wir haben ja eine dringende Quest und eine Vierer-Dorf-Quest. Eine dringende Quest in den Heiligen Ruinen. Erst will ich gucken, wie es mit der Ausrüstung und allem aussieht. Ich will jetzt nicht einfach drauf losstürmen und sagen, ey, lass uns mal. Schauen wir erstmal, ob wir die Sachen hier verbessern können. Also hier ist schon mal nichts, was ich verbessern kann. Nope. Nope, 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 nope. Darf ich noch nicht verbessern. Schade, 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 schade. Rüstung. Rüstung schmieden. Alles davor ist irgendwie schlechter. Gefühlt. Oder? Warte mal, das Barrett-Set. Ludroth ist doch auch neu. Wie würde ich denn da drin aussehen? Uah! Okay. Was ich mich jetzt frage, warum ist das hier so sortiert? Ich meine, der Kesu war jetzt nicht der stärkste. Ja, und der Ludroth war definitiv stärker. Aber irgendwie ist der Ludroth hier weiter runter sortiert. Aber, hey, ich könnte mir jetzt hier die zwei Sachen herstellen, glaube ich. Und damit würde ich dann erstmal meine Verteidigung steigern. Ich weiß ja nicht, was es für ein Set-Boni gibt bei zwei Stück. Okay, erst ab drei Teilen. So wie hier bei vier Teilen würde es dann hier den Bonus geben. Naja. Waffen verstärken, Bogengewehr umbauen, nutze ich ja gar nicht. Ausrüstung verwalten, ändern, verkaufen, Geplauder. So, Achso, ich sollte noch die Nebenquest wieder annehmen. Ich habe zwar nichts auf Versandebene mehr zu erledigen, aber egal. Nimm mal mit. Dann essen. Ja, das Übliche. Das ist das, was bisher immer am besten funktioniert hat. Sag ich doch. Finde ich viel besser. So. Frosch im Hals. Ja, eine spezielle Quest. Möchtest du die Quest annehmen? Ja. Affenartiges Material. 4 Sterne. Puh. So, ich weiß noch nicht, wie ich meine Begleiter verbessere. Habe ich immer nicht herausgefunden, wurde mir auch nicht in den Kommentaren geschrieben, leider. Das heißt, schlussendlich wahrscheinlich dass ich dann Fischhändler, ja. Das heißt dann wahrscheinlich, dass ich so aufbrechen muss. Muss ich mein Gerät, um Magna Malo von der Randale zu trennen, muss ich mein Gerät fertigstellen. Dafür brauche ich Material von einem Bissharten. In den Heiligen Ruinen wurde einer gesichtet. Geh gleich los. On the road to perdition. Stands a false sentry with a devilish mission.
Once it spots movement, it puts its tail in position. Its plan to pelt prey coming into fruition. For this is its territory. And there is no admission. Okay. Nice, nice, nice. Nice, man. So. Ah, ne, warte. Okay. So, wo ist er denn? Ja, moin, was alles hier für Leute sind, ne? Was macht der denn hier? Ja, super. Finde ich gar nicht so amüsant. Dann kann ich mir auch gleich mal ein paar Ärzte holen, wenn ich schon hier bin. War das erst hier oder war es weiter runter? Ja, ich meine weiter oben. Ja, verdammt, ich glaube, das erst war weiter oben, ne? Ach, Mann. Dann gehen wir nochmal hoch. Dafür habe ich doch den großen Seilkäfer hier. Oh, ein Beta-Käfer. Danke. Das ist doch. Okay. Ah! Mann, ich wollte da schön rüber gucken, aber nein, ist klar, ich muss runterfallen, ne? Ja, genau, ihr seid alle an der gleichen Stelle, ey. Oh Mann. Ich muss jetzt erstmal echt warten, bis die da so ein bisschen Platz gemacht haben, ne? Ansonsten habe ich da echt so ein kleines, Problemchen nicht direkt, aber... wer kommt da jetzt hin? Ja, kommt da hin. Okay, dann gucken wir doch mal... Was er jetzt genau hier von mir erwartet. Indem ich jetzt einfach mal da hochgehe und mich ein bisschen verstecke. Wer ist das genau? Hä? Das ist das Bärchen. Hm. Ich könnte das Bärchen natürlich platt machen. Hätte ich natürlich ein bisschen Luft, ne? Und ich hätte schön was zum Häuten, aber den will ich ja eigentlich gar nicht haben. Ah, ich bin immer wieder doof, ne? So. Kommt, Leute, greift ihn an. Ja, komm. Los, schnapp ihn dir. Schön, immer dran vorbei. Kann er mich nicht erwischen? Ride like the wind.
Ja, verdammt, er hat mich doch erwischt. Ah, verdammt. Komm, schlag auf ihn ein. Na, was hast du jetzt, ha? Ich dachte eigentlich, ich besiege ihn echt schneller. Oh. Nein. Na komm. Du haust mir nicht ab. Nein, du bleibst schon hier. Na, jetzt haut er ab, ne? Komm hinterher. Solange der Affe noch nicht in seiner Nähe ist, ist alles in Ordnung. Na, ja, warum ist... Komm. Schön ausgewichen. Ja, komm, ist mir jetzt gerade egal. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Oh, shit. Nein. Was? Danke. Gut, jetzt haben wir ihn. Na komm. Ah, reingerannt. Mist. Komm. Der ist doch gleich K.O. Na komm. Ride like the wind. Müssen wir uns schnappen. The end is in sight. Love you, buddy. Komm. Der schlägt einfach wild um sich, okay.
Komm. Da muss doch irgendwann nochmal Platz sein. Ja, du blödes Ding. Ah, shit, 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 shit. Nein, er hat mich betäubt. Du bist so ein Arsch. Oh. Hat er mich echt betäubt, ey. Genau, jetzt bin ich richtig wütend. Mann, ich will doch nur einen von den beiden da aus dem Weg haben. Ich werde es nie lernen. Ich werde es nie lernen. Ich weiß ja, wo er ist, aber ich werde es echt nie lernen, oder? Ah, da ist auch noch der andere. Obwohl, gut, das ist eigentlich meine Chance. Wenn die beiden sich anlegen, das wäre geil. Okay, der ist erledigt. Oh shit, jetzt haben wir ihn gleich doch am Hintern. Den Bissarden. Haut schon ab? Okay. Na, der ist mir sympathisch, der Bissarden. Oder Bissarden, Bissarden, ne, Bissarden. Bissarden. Bischäten. Ich weiß noch nicht, wie ich jetzt mit ihm umgehen soll. Stimme ich einfach auf ihn und freue mich dann meines Lebens. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht mal mehr, schlägt der vielleicht mit dem Schwanz zu oder nicht. Aber ich weiß schon mal, er wirft mit irgendwelchen Objekten um sich. Alter, der nimmt meine ganze Ausdauer mit einem Schlag weg. Ey, tänzel ihn nicht so rum. Alter, was ist denn mit dem kaputt? Hallo, hier bin ich. Okay, was macht er jetzt schon wieder? Ich muss gerade echt mal seine Bewegung beobachten. Sag bloß, ihr wollt euch einmischen. Ah! Ich habe da gerade den Gegner hinten im Visier gehabt. Also wie scheint, ist sein Schwanz seine Schwachstelle. Das konnte ich jetzt schon mal herausfinden. Katze, miau, 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 danke.
Was für ein entsetzliches Meownster. Verteidigung hochkommen. Ah, wenn ich mir jetzt... Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir jetzt wünschen, dass hier so ein Gegner auftaucht, der einen unterstützen würde. Okay, jetzt haut er ab. Das heißt, wir haben ihn jetzt schon mal angeschlagen. Ja, ich wusste, dass es zwischen den beiden wieder zum Kampf kommen wird. Das ist aber meine Chance, sich hier mal nicht einzumischen. Ach, da kann der Gegner zwischendurch wegflüchten. Okay. Ich lasse die beide jetzt kämpfen. Ich bin weggerollt, du blödes Ding. Wow. Komm von deinem hohen Ross da runter. Oh. Oh. Schön fürs Heilen. So, schön ausweichen. Na komm. Na, warum hat der mich jetzt erwischt, wenn ich ausweichen wollte? Jawohl. Schön das Material hier einsammeln. Und wenn er gleich flüchtet, dann ist das nämlich alles weg. So. Ja, komm. Ja, komm, gib mir dein Schwänzchen. Schwanz, Schwanz, Schwanz. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Gut, er flüchtet. Schleifen, 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 schleifen. Nein! Du sollst aufsitzen! Mann, Mann, Mann. Das war ein relativ guter Kampf, muss ich sagen. Ein Schwanz, das ist eine Schwachstelle. Ja, super, jetzt war er wieder in der Combo und konnte wieder nicht ausweichen, ne?
Nein. Komm her. Na, jetzt hat er mich doch erwischt. Du kleine Ratte. Ja, it's angry. Ja, ist mir klar. Ah, ich bin ausgewichen. Ja, wo ist er denn? Wow. Bist du immer noch sauer? Wie hängst du denn da jetzt? Komm runter. Wie soll ich denn da eigentlich rankommen, du blöder Affe? Jawohl. Oh nein. Schön ausweichen. Was hat er denn jetzt vor? Komm, noch einen zweiten Trank nehmen. Für Notfall. Okay, hinterher. Schnell hinterher. Keine Ahnung, wo er hin will. Hey, du Drecksack. Schön auf das Schwänzchen einschlagen. Oh, shit, 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 shit. Das Schwänzchen Äpfchen, das Äpfchen vom Schwänzchen, das Schwänzchen vom Äpfchen haben. Unsere Beute ist schwach, krallen wir sonst. Ja, ihr seid lustig. Dann macht's doch mal. Muss ich mal ganz kurz nach da hinten. So. Ein Glückswesen gefunden. Komm her. Ja, ausweichen. Na. Nein. Immer schön ausweichen.
Alter, du Drecksack. Er verfolgt sogar meine Bahn, wo ich hinrolle. Oh, das arme Kätzchen. Der arme Burschi, ey, den es da eben gerade erwischt hat. Der dreht sich doch jetzt, ne? Ah, komm! Ich bin noch in der... Ich bin noch hier in der Nähe. Ich bin hier noch in der Nähe. Es halten mich noch. Ja, komm. Ah, du. Faster, buddy. Schnapp ihn der. Alter, du blöder Sack. Also, du willst den finalen Kampf da oben haben, ja? Gut, dann kriegst du den finalen Kampf da oben. Nur, dass ich vor dir da bin. Komm. Yes. Tja, mein... süßer Bisaten. Bisaten, wie auch immer. Zwei Monster in einer Folge. Und ich glaube auch, dass ich jetzt noch eine bessere Rüstung bekomme. Was, mehr hat er nicht abgeworfen? Mann. Eine Dungbombe. Ah, ne. Das wollte ich eigentlich haben. Und das da, die Knochen. Das Ei wollte ich jetzt nicht nochmal zurückbringen. Selbst wenn ich jetzt weiß, wie ich es besser nach zurückbekomme. Piece of cake. Yeah. Piece of cake, yeah, man. Okay. Für die Ziele. Ja, gut, Ohnmacht. Naja. Hätte nicht sein müssen. Aber hey, jetzt haben wir dann die 4-Sterne-Quest. Und 4 Sterne sind ja besser als 3, bekanntlicherweise. Hey Troppley, toll, wie du die dringende Quest gemeistert hast. Das ist dem alten Hammer ermöglicht, seinen Dingsbums fertigzustellen. Siehst dir bei Gelegenheit mal an. Lauf noch nicht weg, ich habe noch mehr gute Nachrichten. Du kannst dich nun 4-Sterne-Aufgaben stellen. Geht sie hinua, sobald du bereit bist. Eins noch, Magna Malo und die Randale erreichen uns bald. Du schlägst dich da draußen wacker. Lass jetzt nicht nach. Ihr will ja mir damit sagen, Magna Malo ist dann, demnächst schon dran? Hey. Oh, hey. Grüß dich, Truppler. Wie immer hart am Arbeiten. Was? Wie läuft es mit deinen Palamutten? Deine Arbeit ist so eine Inspiration für mich. Immer wenn ich davon höre, kommen mir Ideen für neue Palamuttenrüstzeug. Aber in meinen Aufregungen anzufangen, habe ich völlig vergessen, die nötigen Materialien zu besorgen. Würdest du mir welche abgeben? Wenn ja, bekommst du
von mir noch nie dagewesenen Palamut-Rüstung, sobald ich fertig bin. Drachenid-Erz, na super. Okay. Das ist jetzt das Einzige, wo ich wüsste, wo ich irgendwas verbessern kann. Senshi, der Arzt? Oh, du bist es, Trupley. So, so. Bist jetzt also ein Jäger, hm? Hör mal, trotz eines medizinischen Geschicks ist es mir wichtig, dass alles gesund bleibt und meine Ruhe habe. Naja, du warst ja schon immer ein starkes und gesundes Kätzchen. Da wird wohl sicher auch mit deiner Berufswahl sich nichts dran ändern. Ja, super. Ja, genau. Objekten, bla bla bla. Jetzt eins einfach garantiert. Ja, aber ich möchte doch an den Markt. Danke. Kaufen, Objektbeutel, Schränke. Ich hätte sogar noch Tränke gehabt. Warum hat er mir die nicht ausgewählt gehabt? Warum konnte ich jetzt den Einzelnen nicht kaufen? Achso. Wo ist denn jetzt hier Essen? Essen, gar nichts. Nun gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben. Ja. 4-Sterne-Quest, genau. Welche 4-Sterne-Quest darf es denn sein? Höllische Klänge auf der Frostinsel. Also, beziehungsweise Somnakant. Ein Bariot. Ein Ratian. Ein Tobi Kadachi. Ein Volfidon, ein Basarios, einen Bisaten habe ich schon, einen Puki Puki, ich jage alle Ziehmonster. Wow. In einer Arena. Ah, Azuros und Tetradon. Ja, wow. Ja, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Oder, was haben wir hier noch offen? Haben wir hier noch was offen? Achso, das sind nur 10 Ludrot. Okay. Wie gesagt, ich bin da ganz offen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.